rechte Gruppen wie die FPÖ bis zu Rechtsextremen wie Identitären gehen gerade auf die Neos los und fallen auf die Obfrau, auf Beate Meindl-Reisinger. Und das ist eigentlich leicht zu durchschauen. Warum? Weil Beate Meindl-Reisinger, weil die Neos eben für Freiheit stehen, aber auch für Menschenrechte, für Sicherheit, für eine ehrliche Sicherheitsdebatte und natürlich gegen den Krieg Putins in der Ukraine. Und wir können uns auch nicht vorstellen, wie man mit einem Kriegsverbrecher wie Putin einen Vertrag haben kann, dass man vielleicht sogar gemeinsam die Jugend im Sinne des Patriotismus erzieht, wie es da heißt. Die Neos stehen eben auch für Freiheit, für die persönliche Freiheit, aber auch für die Freiheit der Medien. Der Innenminister Kickl etwa hat damals ja verlautbaren lassen, intern, gewisse Medien dürfen gar keine Informationen mehr bekommen. Kickl hat dann auch gesagt, dass die Politik vor dem Recht stehen soll. Nein, da stehen die Neos, da steht gerade Beate Meindl-Reisinger auch dafür, dass das Recht natürlich vor der Politik steht. Und Neos stehen für freie Medien. Das, was jetzt gerade leider auch die Grünen mit der ÖVP machen, ist der Weg, den Herr Kickl schon wollte, Richtung Budapest, nämlich, dass es nur mehr staatliche Medien gibt, die man auch kontrollieren kann. Wir Neos stehen für all das, wogegen die FPÖ kämpft, nämlich für Freiheit, für die persönlichen, universellen Menschenrechte, für freie Medien, für Wohlstand, für eine Europäische Union, wo wir auch unsere Werte vertreten.